Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Slovak Village. Wir sind hier gerade mit hochexplosiver Fracht unterwegs Richtung Steinbruch. Und zwar werden wir da auch gleich einen Autodrive-Kurs hin einfahren. Ich dachte, wenn wir da schon unterwegs sind, macht das Sinn. Das geht nämlich hier auch rein. Das heißt, wir lassen mal den Anhänger kurz hier stehen. Das ist ja hier die Einfahrt, wo wir auch zum Feld 18 haben. Und da geht es hier quasi weiter Richtung Steinbruch. Da machen wir mal schön. Gut, wir hätten hier auch eine Einbahnstraße nehmen können, aber ist jetzt egal. So. Ja gut, wir können auch die Rausfahrt anders machen. So, auf jeden Fall wäre das hier Rotsteinbruch. Ich sehe nämlich, dass hier hinten irgendwie es auch wieder rausgeht wohl. Ist zwar vielleicht ein bisschen Umweg, aber so haben wir keine Kreuzung oder sonstiges. Ich glaube, das macht am ehesten Sinn, wenn wir das so machen. So, und da kommen wir wieder dann irgendwie irgendwo auf die Straße raus. Ja, wir werden uns heute hauptsächlich um den Steinbruch kümmern, damit wir den ans Laufen bekommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Dynamit dahin bringen. So, der Drescher hat wieder durchdrehende Reifen. Ja. Auch um das kümmern wir uns gleich. Wir machen nur hier einmal das schnell fertig. Wir müssen dann gucken, was wir hier dann noch brauchen, ob wir das Gestein mit einem Kipper umlagern können oder ob wir da ein Ding brauchen zu Radlader. Oder müssen wir uns alles angucken. So, ich muss nur einmal jetzt noch die Verbindung da rein zu schnell fertig machen. Quasi von hier nach da. So, dann können wir nämlich jetzt den Dynamitanhänger dranhängen und den schon mal zum Steinbruch schicken und wir gucken, was hier sonst im Moment Phase ist. Das heißt, du fährst zum Steinbruch, bitte. Ja, der hat sich wieder befreit. Okay. Ach, der steckt im Verkehr. Gut. Dann fahren wir den eben mal weg. So, dann lass uns jetzt noch mal hier den Steinbruch angucken. Also das kriegen wir hin. Da kommt eben Gestein, Gestein und ach, hier kommt Erde raus. Gut, also das machen wir ja gerade. Dann wäre der Steinbrecher, Gestein und Treibstoff. Diesel können wir auch kaufen, da brauchen wir auch gar nicht viel. Gestein kommt ja. Goldseparator, Erde, Wasser und Diesel. Da können wir uns auch angucken. Und Betonfabrik, Schotter, Wasser, Zement und leere. Also wichtig ist, denke ich mal, die ersten drei, dass wir die hinbekommen. Was machst du?
Fährst du jetzt richtig, bitte? Naja, gucken wir mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall Ballen sammeln. Das ist noch wichtig. So, genau. Dann können wir aber den Kollegen hier mal schnell auffüllen und weiter schicken, bis der andere Kollege eben am Steinbruch angekommen ist. Dann irgendwann mal hoffentlich der Pickup. Dann gucken wir erstmal, ob wir im Hauptlager noch Saatgut haben oder ob wir zur Produktion müssen. Saatgut, 1500 Liter, ja gut. Nehmen wir, das sollte ja fast reichen, denke ich mal. Saatgut. So, dann darf der nämlich jetzt loslegen da oben. Und wir jumpen dann rüber zum Pickup und gucken, dass wir das Dynamit abliefern. Ah, der Pickup ist angekommen beim Steinbruch. Sehr gut. Genau das wollen wir hören. So, du fängst hier an. Pickup. Ach, da war er doch. So, jetzt müssen wir selbst mal jetzt gucken, wo wir hier was haben. Concrete, also das ist die Betonfabrik. So. Das hier vielleicht. Blasting Office. Ja, hier muss das Dynamit hin. Okay. Dann einmal da hoch, bitte. So. Ah, es wird genommen bis auf den einen da. So, jetzt haben wir hier 5000 Liter Dynamit und es läuft. So, jetzt ist halt wirklich die Frage, wo kriegen wir dann hier das Zeug raus? Das könnte ja vielleicht hier sein. Ja, das sieht nach Erde aus. Ne, hier ist Erde, Wasser. Oder da unten vielleicht. Oh, ja, das sieht nach irgendwelchen Auswürfen aus. Da müssen wir nur mal gucken, ob der dann. Naja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall ist Dynamit da, das heißt, der kann arbeiten. Wir können mit dem Kollegen nämlich jetzt zur 36 rüber fahren, damit wir da die Ballen einsammeln können. So, du fährst hier hinten raus, den Weg kennst du ja. So, von der 36, wo dürfen wir denn das Material abgeben. 36 Hafer bei Marys Farm. Das ist ja hier ums Eck. Das heißt, da fahren wir einfach hin. Wir kippen nur noch nicht ab. Was auch noch interessant wäre, das gucken wir noch mal ganz kurz, wie schnell arbeitet denn der 4000 Liter in der Stunde? Gut, ja. Müssen wir mal gucken, wie da jetzt dann eben auch der Verbrauch ist, ob es da viel weggeht, ob da wenig weggeht.
jeden Fall hoffe ich mal, dass wir da jetzt gutes Geld mitmachen werden. Vor allem, was das Gold nachher angeht. So, dann fahren wir hier einmal zu Marys Farm. So, lassen den aber hier stehen. Du kannst. Ja. Einmal hier raus. Wir können den Drescher im Grunde, auch wenn er noch Hafer drin hat, rüberbringen schon mal zur 35. Und wir warten halt auf den Pickup, damit wir die Strohballen schnell hier noch einsammeln können. Würde ich nämlich sagen, dass wir den einfach hier an die Straße stellen. Dann können wir, wenn wir dann die Ballen eingesammelt haben, relativ einfach und schnell den Fendt da drüben wieder beladen. So, wie gesagt, der einfach hier hin. So. Nein, 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 fahr nicht zu weit zurück. Gut. So, du bist unterwegs. Genau, du wartest hier, du wartest und du machst hier Sojabohnen. So, ich bin ja schon gespannt. Also er hat noch nichts gemacht. So. Der Goldseparator. Wasser und Treibstoff brauchen wir da. Ja, und der kommt auch langsam aber sicher voran hier. So, aber weißt du was? Gas geben. Umstellen auf Quaderballen. Und dann wird gesammelt. Wir brauchen Geld wieder. Wir haben ja, 248 Euro. Wieso wird das Geld weniger? Also wir haben Helfer am Fahren. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Stimmt. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier rausbekommen. Aber so, naja gut, so viel ist es nicht, aber wenn man bedenkt, dass eben 20.000 Liter pro Ballen sind, dann passt das schon wieder ganz gut. Sind jetzt 8, 9, 10, 12 Ballen, wenn ich das so richtig überfliege. Dann 12 Ballen sind 240.000 Liter. So, damit haben wir die Ballen eingesammelt. Das heißt, wir können das Material verkaufen. Das heißt, da drüben den Traktor einmal abkippen. Den Drescher leer machen, das Zeug auch hier hinbringen und ja, dann können wir schon diese Mission hier abschließen. Da wird auf jeden Fall jetzt gleich, es kommt jetzt schon Geld rein, ist sehr gut. 6.700 Euro zusätzlich plus jetzt die 4.000 ungerade Liter, die jetzt noch im Drescher sind. Und dann können wir nämlich morgen gucken, dass der Drescher hier weiterarbeitet. Ich glaube, das machen wir jetzt heute nicht. Wieso tankst du jetzt nicht ab hier? Muss ich da wieder extra einsteigen? Ja, gut.
So, dann kassieren wir da noch mal ein bisschen Geld. Das war aber knapp, bevor die Schranken zugehen. So, was kommt jetzt hier noch rein? Nochmal 4000 plus das Geld hier. Guck mal, sind wir schon mal wieder bei 17.000. Das sieht doch gut aus. So, der ist hier auch wunderbar am Arbeiten. So, dann lass uns jetzt mal nochmal zum Steinbruch gehen. Ah, das sind jetzt ist Erde und so ist gekommen. Jetzt ist die Frage wirklich. Haufen sehe ich keine. Oder müssen wir das irgendwie auslagern? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Naja, also da gibt es nichts. Das ist nur ein Unterstand. Da muss irgendwie Wasser rein. Das wird aber vermutlich hier für diese Produktion sein. Das ist ja die Betongeschichte. Und hier oben ist dann, das müsste die Gold sein. Erde, Diesel und Wasser und ja, Goldbarren. Und was ist das dann? Oh Mann. Gold. Also da kommt dann auch noch mal Gestein nebenbei raus. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir haben jetzt hier 54 Liter Dynamit und es sind dreimal 600, dreimal doch 666 Liter hier produziert worden. Wir müssen irgendwann einfach mal mit dem Traktor hier hochfahren und gucken, ob wir da einfach drunter fahren können und dann die Sachen einfach einladen. So, aber da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, wir setzen den schon mal hier aufs Feld. Können ja auch schon mal den Cursplay-Kurs machen, damit wir da morgen durchstarten können. So, das heißt Kursgenerierung, die 35, kein Vorgewende, 7 Meter, speichern, dreschen, Feld 35 mit 7 Metern, okay, aus. Der macht hier sein Ding. Ja, dann können wir den eigentlich auch schon mal zur 35 schicken. Den auch. So, der fährt aber jetzt in die Richtung, das ist aber auch egal. Hauptsache, er kommt an. So, damit würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Morgen geht es dann weiter. Boah, Junge. Ja, komm, hier helfen wir noch schnell hier wieder hoch. Ja, wie gesagt, morgen geht es weiter mit viel Elan und dann gucken wir mal, wie es weitergeht auf jeden Fall. Mich hat es gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Schaut doch gerne morgen wieder rein, wenn es heißt Slovak Village. Wir sind wieder unterwegs. Bis dahin, macht es gut und tschüss.